Hello everybody. So, 2 weeks ago, I Hallo zusammen. Vor 2 Wochen habe ich einen ehemaligen Professor von mir, Dr. Narushige Michishita, über seine Perspektive auf die Weltpolitik aus Japan interviewt. Einige seiner Antworten haben mich überrascht und seine Analyse unterscheidet sich von meiner. Allerdings bin ich nicht hier, um meine eigenen Vorurteile zu bestätigen. Ich war dankbar zu hören, wie er als erfahrener, realistischer Denker und Politikplaner interpretiert, was in diesem komplizierten Teil der Welt passiert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hallo zusammen, hier ist Pascal Lottas von Neutrality Studies. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit einem ehemaligen Professor von mir und einem der führenden Experten Japans für Sicherheitsstrategie und Außenpolitik zu sprechen. Bei mir ist Professor Narushige Michishita vom in Tokio ansässigen National Graduate Institute for Policy Studies, wo ich meinen MA und PhD gemacht habe. Professor Michishita ist jetzt auch Vizepräsident des Instituts, das Sie direkt hinter ihm sehen können. Er ist Mitglied des Vorstands und Programmdirektor. He is a member of the board and a program director. He got his PhD from the Johns Hopkins University. Er hat seinen Doktortitel von der Johns Hopkins University erhalten und ist einer von Japans sehr international ausgerichteten Sicherheitsexperten mit perfektem Englisch. Dr. Michishita ist definitiv ein Realist und behält die militärischen Fähigkeiten verschiedener Akteure genau im Auge. Er ist in erster Linie ein großer Nordkorea-Experte und spricht fließend Koreanisch. Er hat zahlreiche Bücher und Artikel über Nordkorea geschrieben. Daher habe ich ihn gebeten, mit uns über die jüngsten Entwicklungen in Nordostasien nach dem Besuch von Präsident Wladimir Putin in Pyongyang zu sprechen. Und Professor Michishita hat freundlicherweise zugestimmt. Professor, es ist schön, Sie wiederzusehen. Vielen Dank für die freundliche Einführung und die freundliche Einladung, Pascal. Es ist schön, bei Ihnen zu sein. Ich wollte mit Ihnen sprechen, weil ich auf diesem Kanal nicht viele Gelegenheiten hatte, die Sicherheitslage Japans zu erkunden. In den letzten Wochen hat sich viel verändert aufgrund der neuen Beziehung zwischen Russland, China und Nordkorea. Wie interpretieren Sie den Besuch von Wladimir Putin und den neuen Sicherheitsvertrag, der keinen Artikel mehr über die koreanische Wiedervereinigung enthält? Außerdem hat Kim Jong-un offiziell verkündet, dass sie keine Wiedervereinigung mehr anstreben und ihre Südgrenze anerkennen. Wie verstehen Sie das aus der Perspektive Japans? Diese jüngste Annäherung oder Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea resultiert aus zwei Überlegungen, einer taktischen und einer strategischen. Die taktische Überlegung ist, dass Russland in den Krieg in der Ukraine verwickelt ist, der sich in die Länge zieht. Russland benötigt Munition, Raketen und andere Kriegsmaterialien. Nordkorea kann als praktischer Lieferant dieser Materialien dienen, die Russland benötigt, um den Krieg in der Ukraine fortzusetzen. Die Nordkoreaner sind sehr glücklich, weil sie ihre Waffen exportieren, Geld verdienen und Lebensmittel und Energie aus Russland erhalten können. Russland kann Energie nicht gut exportieren. Daher kann Nordkorea eine beträchtliche Menge Energie zu sehr niedrigen Preisen erhalten. Diese Partnerschaft und die symbolische Verbesserung der Beziehungen zu einer der Großmächte der Welt ist ein Segen für Nordkorea, insbesondere für seinen Führer Kim Jong-un. Ein weiterer Aspekt, der strategischer ist, ist das, was Russland, Nordkorea und China tun. Sie versuchen, sich gegen die derzeitige internationale Ordnung zu stellen, die sie als von westlichen Ländern wie den Vereinigten Staaten und fortgeschrittenen Ländern in Europa, einschließlich der Schweiz, dominiert sehen. Um dieser vorherrschenden Ordnung zu widerstehen, arbeiten sie zusammen, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Basierend auf diesen beiden wichtigen Überlegungen kommen Russland und Nordkorea einander näher.
Russia and North Korea are become, coming close together. Yes, the at Ja, least close und dieses coming Zusammenrücken, closer ist das together, nicht I erst vor think 2 Wochen that should passiert? happen 2 weeks ago Kim Jong-un and hatte Russland, genauer gesagt Moskau, and also bereits vor etwa 9 Monaten besucht und sie Moscow haben about während 9 dieses months ago Besuchs einen and Vertrag geschlossen. especially the treaty that Well, they he forged. didn't Er besuchte Moskau mention nicht, he er met traf sich mit Putin in Wladiwostok. Sorry, Entschuldigung, du hast recht. Einige hochrangige nordkoreanische Beamte sind nach Moskau gereist. Es hat etwa 9 Monate gedauert, diesen neuen Vertrag zwischen ihnen zu erstellen. Wladimir Putin sagte, es sei nichts Neues, nur eine aktualisierte Version eines alten sowjetisch-nordkoreanischen Vertrags. Was hältst du von diesem Vertrag? Hast du dir seine Bestimmungen angesehen? Denkst du, dass er das strategische Gleichgewicht in der Region verändert? Ja, also ich bin der Meinung, dass dieser Vertrag zwischen Russland und Nordkorea eher symbolisch ist als von realer physischer Bedeutung. Warum? Weil, wie du gesagt hast, Nordkorea und Russland bereits zusammengearbeitet haben. Russland stellte Nordkorea notwendige Lebensmittel, Energie und wahrscheinlich militärische Technologien zur Verfügung, im Gegenzug für Nordkoreas Lieferung von Munition und Raketen an Russland. Sie kooperieren also bereits. Wenn man sich den Vertrag ansieht und ihn liest, sagen sie viele Dinge. Zum Beispiel, wenn Nordkorea von jemand anderem angegriffen wird, sollte Russland eingreifen und Nordkorea helfen und umgekehrt. Aber realistisch gesehen würde doch niemand Nordkorea angreifen wollen, oder? Nobody would like to attack North Korea, right? Nobody would like to attack Russia. Niemand würde Russland angreifen wollen. Es ist also wirklich eher symbolisch. Man kann sehen, dass Putin nicht allzu begeistert von seinem Besuch in Pyongyang war, während Kim Jong-un sehr glücklich war, als Putin ihn besuchte. Putin kam 3 Stunden später als erwartet in Pyongyang an, was dazu führte, dass Kim Jong-un spät in der Nacht am Flughafen warten musste. Es war etwas peinlich, aber trotzdem begrüßte Kim Jong-un ihn mit einem Lächeln und einer großen Umarmung. Da er isoliert ist und unter Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie unter einseitigen Sanktionen von Ländern wie den USA, Südkorea und Japan steht, sind diese Gesten von Bedeutung. Weißt du, Nordkorea oder besser gesagt Kim Jong-un will seinem Volk und der Welt zeigen, dass er immer noch als einer der wichtigsten Führer in globalen Angelegenheiten engagiert ist. Er will demonstrieren, dass er Freunde und Verbündete in verschiedenen Teilen der Welt hat. Nordkorea befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Es steht unter Sanktionen und seine Wirtschaft läuft nicht gut. Kürzlich entschied sich einer seiner engsten Freunde, Kuba, die diplomatischen Beziehungen mit Südkorea, Nordkoreas Erzfeind, zu normalisieren. Das war eine große Schande für Nordkorea. Also um zurückzuschlagen und der Welt zu zeigen, dass es Nordkorea immer noch gut geht, wollte Kim Jong-un wirklich, dass Putin Pyongyang besucht. Nun, im Zusammenhang mit dieser Änderung der Rhetorik aus Nordkorea, wo sie nicht mehr die Wiedervereinigung anstreben und tatsächlich die Südkoreaner bitten, auch nicht gewaltsam zu versuchen, sich wieder zu vereinen, glauben Sie, dass dies die politischen Dynamiken zwischen den beiden verändern wird? Sind wir jetzt näher oder weiter entfernt von einem möglichen Friedensvertrag? Die beiden befinden sich immer noch in einem Waffenstillstand, richtig? Aber kommen wir einem Friedensvertrag näher? Es ist ein interessanter Punkt und bezieht sich auf den vorherigen Punkt, den ich gemacht habe. Nordkorea ist in der Defensive und in einer ziemlich schwachen Position, besonders im Vergleich zu Südkorea. Südkorea steht wirtschaftlich und militärisch sehr gut da.
Die Größe der südkoreanischen Wirtschaft ist 60 Mal größer als die nordkoreanische. Wir sprechen oft über den militärischen Aufbau Nordkoreas. Aber wenn man die Verteidigungsausgaben der beiden Länder vergleicht, gibt Südkorea tatsächlich 10 Mal so viel für die Verteidigung aus wie Nordkorea. Außerdem hat Südkorea doppelt so viele Einwohner wie Nordkorea. Also gibt es keinen Vergleich. Wenn wir über Raketen sprechen, konzentrieren wir uns immer auf nordkoreanische Raketen. Südkorea hat jedoch bereits mehr als 1000 Raketen erworben, was eine größere Anzahl ist als die von Nordkorea. Than that of North Korea. Only thing is North Korea has nuclear weapons, whereas South Koreans don't. Das Einzige ist, dass Nordkorea Atomwaffen hat, während Südkorea keine hat. Nordkorea hat auch Langstreckenraketen, die Japan oder die Vereinigten Staaten treffen können, während südkoreanische Raketen Kurzstreckenraketen sind, die hauptsächlich auf Nordkorea abzielen. Südkorea macht jedoch sehr gute Fortschritte. Letztes Jahr war Südkorea in Bezug auf die Verteidigungsausgaben der 11. größte Verteidigungsausgeber der Welt. Japan war tatsächlich auf dem 10. Platz, also nur einen Platz höher. Die beiden Länder geben ungefähr den gleichen Betrag für die Verteidigung aus, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung Südkoreas weniger als die Hälfte der Japans beträgt. Meiner Meinung nach wird Nordkorea also defensiver. Becoming more on the defensive, in my opinion, and plus recently. Darüber hinaus sind die nordkoreanischen Führer zunehmend besorgt über das Eindringen der südkoreanischen Kultur in die nordkoreanische Gesellschaft. Dies ist teilweise auf technologische Veränderungen zurückzuführen. Die Menschen in Nordkorea, insbesondere in städtischen Gebieten, nutzen jetzt Smartphones. Mit einigen Plugins wird es für sie relativ einfach, K-Pop-Musik, K-Dramen und K-Filme anzusehen. In der Vergangenheit, wenn man als Nordkoreaner südkoreanische Dramen sehen wollte, musste man große VHS-Videokassetten schmuggeln. Das war ein langer Weg. Jetzt muss man nur noch schlanke DVDs, USB-Speichersticks oder SD-Karten mitbringen. Memory sticks and then now SD cards. There, it's very easy. Es ist jetzt sehr einfach, diese Gegenstände nach Nordkorea zu schmuggeln. Infolgedessen sehen und hören viele Nordkoreaner südkoreanische Dramen, Filme und Musik. Interessanterweise hat Nordkorea in den letzten Jahren verschiedene Gesetze erlassen, um die südkoreanische Kultur daran zu hindern, ins Land zu gelangen. Im Jahr 2020 erließ Nordkorea ein Gesetz namens Anti-reaktionäre Kulturgesetz. Im Jahr 2023 erließ es ein weiteres Gesetz, das darauf abzielt, die Standardsprache von Pyongyang zu bewahren. Was bedeutet das? Wenn Nordkorea von reaktionärer Kultur spricht, meint es im Wesentlichen die südkoreanische und amerikanische Kultur. Im Jahr 2020 versuchte Nordkorea, südkoreanische und amerikanische Kulturprodukte daran zu hindern, ins Land zu gelangen. Bis 2023 hatten südkoreanische Kulturprodukte bereits ihren Weg nach Nordkorea gefunden. Besonders junge Nordkoreaner begannen Wörter, Ausdrücke und Intonationen zu verwenden, die südkoreanische Jugendliche benutzen. Nordkoreanische Führer bemerkten dies und mochten es nicht. Daher erließen sie dieses Gesetz, um die Pyongyanger Sprache zu bewahren, die sich vom südkoreanischen Seoul-Dialekt unterscheidet. Dies zeigt, wie verzweifelt die nordkoreanischen Führer werden, um ihre ideologische Reinheit unter dem nordkoreanischen Volk zu schützen. Ideological purity of our Northern people. And do you think that they are now forced to give? Glauben Sie, dass sie jetzt gezwungen sind, das aufzugeben, da es offensichtlich scheitert, ein Einsiedlerkönigreich zu sein und so geschlossen zu bleiben? Der Vertrag mit Russland umfasst eine gemeinsame Wirtschaftszone, verstärkten Tourismus und Studentenaustausch. Das hat mich überrascht, weil Nordkorea nicht wollte, dass ihre Leute das Land verlassen. Jetzt scheint es, als wäre dies die erste echte Öffnung. Sie öffnen sich gegenüber den Ländern, die ihnen helfen. Sehen Sie das auch so? Yeah, maybe they might be happy to
Vielleicht sind sie froh, mehr Interaktionen zwischen Russland und Nordkorea zu fördern, teilweise um die Aufmerksamkeit von der südkoreanischen Kultur auf die chinesische oder russische Kultur zu lenken. Diese Kulturen haben politisch und ideologisch viel gemeinsam mit der Kultur und Ideologie Nordkoreas. Also ich weiß es nicht, aber das kann eine Interpretation dessen sein, was sie zu tun versuchen. In jedem Fall, wie Sie sagten, hielt Kim Jong-un im Januar dieses Jahres eine lange Rede, in der er im Grunde sagte, dass er die Vereinigung der koreanischen Halbinsel nicht weiter verfolgen würde. Er erklärte, dass es zwei verschiedene, getrennte und eigenständige Staaten auf der koreanischen Halbinsel gibt. Einer heißt Demokratische Volksrepublik Korea, das ist Nordkorea, und der andere ist die Republik Korea, das ist der offizielle Name von Südkorea. Also, warum tut er das? And so why is he doing it? In my interpretation is that he by Meine Interpretation ist, dass er, indem er eine klare Grenze zwischen den beiden Koreas zieht, versucht, sein Land vor dem politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss Südkoreas zu schützen. Ich denke, Nordkorea befindet sich derzeit in der Defensive. Die Frage ist, ob Nordkorea dadurch friedlicher wird. Ich bin ein wenig skeptisch und nicht allzu optimistisch. Nordkorea verwendet manchmal offensive Mittel zu Verteidigungszwecken. Wenn sie sich vor der südkoreanischen Kultur schützen wollen, ergreifen sie militärische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Senden von schmutzigen Ballons nach Südkorea. Im Grunde genommen versuchen die Nordkoreaner, indem sie mit Müll gefüllte Ballons nach Südkorea schicken, eine Botschaft zu senden: Legt euch nicht mit uns an. Sie wollen die Ballons stoppen, die nordkoreanische Überläufer, die in Südkorea leben, nach Nordkorea schicken. Diese Ballons enthalten Speichersticks mit südkoreanischer Musik, Dramen, Filmen und Anti-Kim Jong-un-Propagandamaterialien. Nordkorea sagt: Tut es nicht. Wenn ihr es weiterhin tut, werden wir euch bestrafen. Im Moment schicken sie schmutzige Ballons, aber sie könnten schließlich militärische Mittel einsetzen, um die gleiche Botschaft zu übermitteln. Ich war kürzlich in Südkorea und eine der Dinge, die mein Gastgeber dort sagte, ist, dass in Südkorea jeder die Wiedervereinigung erwartet. Sie beschrieb die Wiedervereinigung als eine nationale Religion. Sie sagte, sie erwarten, dass es im Rahmen der ROK geschieht. Sie rechnen mit etwas Ähnlichem wie in Deutschland, wo Westdeutschland Ostdeutschland absorbierte. Für mich ist das ein sehr legitimes Sicherheitsbedenken, wenn ich Nordkoreaner wäre. Man würde wollen, dass dies aufhört. Also, aus Ihrer Perspektive, sehen Sie eine Chance, dass Südkorea die Existenz von zwei koreanischen Staaten vorerst akzeptieren und tatsächlich auf einen Friedensvertrag hinarbeiten könnte? In Südkorea gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Die Konservativen neigen dazu zu denken, dass Druck auf Nordkorea auszuüben, um einen Regimewechsel oder zumindest eine Regimeveränderung herbeizuführen, der richtige Weg ist. Andererseits glauben die Progressiven, dass die Akzeptanz des Status quo und das Streben nach friedlicher Koexistenz der bessere Ansatz ist. Es gibt sicherlich Vor- und Nachteile bei jeder Idee. Wenn Sie denken, dass es eine gute Idee ist, eine friedliche Koexistenz mit Nordkorea zu akzeptieren, ohne zu viel Druck auf sie auszuüben, dann ist das mehr oder weniger das, was passiert, wenn eine progressive Regierung in Südkorea an der Macht ist. When progressive government is in power in South Korea, but what happened? North Korea continued to develop nuclear. Aber was ist passiert? Nordkorea hat weiterhin Atomwaffen, Raketen und andere militärische Fähigkeiten entwickelt. Nordkorea hat nicht aufgehört. Also stellt sich die Frage, wie friedlich das Zusammenleben zwischen den beiden Koreas sein kann. Die Konservativen argumentieren, dass wir weiterhin Druck auf Nordkorea ausüben müssen, um das Regime zu ändern. Sicherlich gibt es dafür einen Punkt. Wenn man jedoch weiterhin Druck auf Nordkorea ausübt, könnte es defensiver werden.
Wenn es in die Enge getrieben wird, könnte Nordkorea zurückschlagen und etwas Drastisches tun, um zu verhindern, dass Südkorea Druck ausübt. So oder so gibt es Vor- und Nachteile und niemand kann sagen, was die beste Antwort ist. In diesem Sinne ist der neue Sicherheitspakt mit Russland kein stabilisierendes Element auf der koreanischen Halbinsel. Denn jetzt hat Nordkorea eine schriftliche Garantie, dass es im Falle eines Angriffs Hilfe bekommen würde. Wenn ich Kim Jong-un wäre, würde mich das beruhigen. Ich müsste mich nicht nur auf Abschreckung durch Waffen verlassen. Ich könnte mich auch auf Abschreckung durch mein neues Bündnis verlassen. Kim Jong-un nannte es ein Bündnis. Wladimir Putin nicht. Er benutzte nicht das Wort Bündnis. Wladimir Putin didn't. He didn't use the word alliance. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Russen an Verträge glauben. Ich glaube auch nicht, dass die Nordkoreaner an ein Stück Papier glauben. Was auch immer darin steht, spielt in einer extremen Situation, in der Nordkorea aus irgendeinem Grund zusammenbricht, keine wirkliche Rolle. Ich mache mir tatsächlich Sorgen, dass dieser Vertrag Russland einen bequemen Vorwand bieten könnte, einzugreifen, wenn Nordkorea zu bröckeln beginnt. Also ich weiß nicht. Ich bin ein wenig skeptisch, was Russlands Versuch angeht, Nordkorea zu schützen. Russland würde Nordkorea helfen, sich selbst zu schützen, wenn es im Interesse Russlands liegt, unabhängig vom Vertrag. Umgekehrt würde Russland Nordkorea nicht verteidigen, wenn es nicht im nationalen Interesse Russlands liegt. Also ich glaube nicht, dass ein Vertrag wirklich eine Rolle spielt. Wie sehen Sie China in diesem Zusammenhang? China ist der dritte Akteur in dieser Situation. In den letzten 30 Jahren war China die Lebensader Nordkoreas. Jetzt gibt es plötzlich noch eine weitere. Glauben Sie, dass dies eine koordinierte Anstrengung ist? Sind die Chinesen glücklich über das, was passiert, oder akzeptieren sie lediglich die Situation? Grundsätzlich sagt China, dass sie nicht sehr glücklich über das sind, was vor sich geht. Aber meiner Meinung nach sind sie im Großen und Ganzen zufrieden mit der Situation zwischen Russland und Nordkorea. Sie könnten über kleine Details etwas verärgert sein. Was ich damit meine ist, wenn die Annäherung zwischen Russland und Nordkorea Ergebnisse hervorbringt, die für China vorteilhaft sind. Warum? Weil Nordkorea, indem es Russland hilft, den Krieg effektiv fortzusetzen, Russland hilft, den Krieg in der Ukraine zu verlängern. Da der Krieg in der Ukraine andauert, nimmt die Kriegsmüdigkeit unter den Menschen in westlichen Ländern, insbesondere in den USA und europäischen Ländern, zu. Ich denke, das liegt im Interesse Chinas und das ist eine gute Sache. Außerdem verlagert sich die Aufmerksamkeit von Asien nach Russland, was ein weiterer Pluspunkt für China ist. Taktisch gesehen hat Russland jetzt Nordkorea und Nordkorea hat Russland als stärkeren Partner. Dadurch hat sich Chinas Verhandlungsposition gegenüber Russland und Nordkorea etwas geschwächt. Ich denke, das ist etwas, worüber China ein wenig verärgert ist. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass China zufrieden ist mit dem, was vor sich geht. Weißt du, ich fand es sehr interessant, dass in diesem Vertrag zwischen Russland und Nordkorea eine Klausel besagt, dass wir, wenn wir jemals ein Problem mit einem dritten Land haben, nichts tun werden, um die Position des anderen zu untergraben. Dieses dritte Land muss offensichtlich China sein. Es gibt kein anderes. Ja. Aber lassen Sie uns vielleicht ein wenig zur Position Japans wechseln, da Sie in Tokio sind und Einblick in Japans Sicherheitsdenken haben. Nimmt Japan die aktuellen Entwicklungen in Nordostasien als gefährlicher wahr? Was ist Japans größte Herausforderung im Moment und wie geht es damit um?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die schlechte Nachricht ist, dass Krieg und Konflikte weiter verbreitet sind und die Menschen sich zunehmend an eine turbulente Weltumgebung gewöhnen, was wirklich bedauerlich und besorgniserregend ist. Aber in gewisser Weise ist die gute Nachricht, dass Russland geschwächt ist. Russland verliert wirklich an Macht. Alle seine Kräfte sind auf der anderen Seite Russlands, oder? Ich meine, die, die früher hier waren, sind jetzt weg. Ja, und Russland untergräbt im Grunde seine Macht, indem es so viel Arbeitskraft, militärische Ausrüstung und industrielle Kapazität im Krieg in der Ukraine verschwendet. Russland wird viel schwächer daraus hervorgehen, richtig? Das kann also ein Segen für Japan sein. Nordkorea, nun ja, Russland hilft Nordkorea, also sind das schlechte Nachrichten. Nordkorea wird ein wenig gestärkt und vielleicht ist Kim Jong-un sowohl militärisch als auch diplomatisch etwas mutiger geworden. Jetzt sprechen wir über mögliche Dialoge zwischen Nordkorea und Japan, um das Entführungsproblem anzugehen. Es gibt 17 japanische Personen, die entführt wurden. 5 sind zurückgekehrt, aber die anderen 12 sind noch in Nordkorea. Und es könnte noch mehr Entführte geben. Und wir müssen uns mit den Nordkoreanern zusammensetzen und über diese Themen sprechen. Aber jetzt, unterstützt von Russland, hat Nordkorea eine bessere Verhandlungsposition. In Bezug auf Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße bin ich etwas besorgter über die Situation. Russland ist geschwächt, aber wenn ich ein chinesischer Militärplaner wäre und Xi Jinping mich morgen bitten würde, Taiwan anzugreifen, würde ich Nordkorea definitiv bitten, eine Krise auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen. Warum? Weil die USA und Japan dort sind. Und das Bündnis mit Japan hat zwei Hauptziele: Südkorea zu verteidigen und Taiwan zu verteidigen. One is to defend South Korea and the other is to defend Taiwan. So if there is a crisis on the Korean Peninsula, wenn es eine Krise auf der koreanischen Halbinsel gibt, wäre es für die USA und Japan sehr schwierig, den Großteil ihrer Streitkräfte für den Notfall in der Taiwanstraße einzusetzen. Wir müssen einige Kräfte zurücklassen, um die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu erhalten. Daher werden wir nicht nur in einem, sondern in zwei Einsatzgebieten kämpfen. Die USA und Japan sollten einige Kräfte zurücklassen, um Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten, während sie andere zur Verteidigung Taiwans entsenden. Wenn Nordkorea über bessere militärische Fähigkeiten verfügt, würde dies unsere Bemühungen, Taiwan gegen einen chinesischen Angriff zu verteidigen, erschweren. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich immer wieder sage, dass eine Krise um Taiwan, ein Krieg zwischen China und den USA über Taiwan, tatsächlich das schlimmste Szenario für Japan ist. Japan hat jedes Interesse daran, dies zu verhindern. Ich meine, ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel wäre ebenfalls katastrophal. Diese beiden Eventualitäten oder Möglichkeiten sind echte Sorgen für uns. Wie bewerten Sie einige der politischen Entscheidungen der USA in Bezug auf Taiwan? Zum Beispiel gab es vor anderthalb Jahren den Besuch von Nancy Pelosi. Jetzt gibt es US-Militärberater in Kinmen, dieser winzigen Insel direkt vor Xiamen, etwa 5 Kilometer entfernt. Für mich ist das ein sehr eskalierender Schritt. Besorgt das japanische Strategen? Es ist nicht so, dass wir die Situation eskalieren. China hat die Situation konsequent eskaliert. Wir reagieren nur und tun dies auf sehr vorsichtige und nicht eskalierende Weise. China eskaliert jedoch weiterhin die Situation, insbesondere nachdem Lai Ching-te Präsident von Taiwan wurde. Es ist wirklich bedauerlich zu sehen, wie Herr Xi Jinping den Frieden und die Stabilität in dieser Region untergräbt. Er isoliert China vom Rest der Welt, indem er Wolfskrieger-Diplomatie und Zwangsdiplomatie betreibt. Darüber hinaus
gibt er eine große Menge an Ressourcen für militärische Fähigkeiten aus, anstatt mehr Ressourcen für produktive, kooperative und konstruktive Bemühungen bereitzustellen. Gleichzeitig gab es ein kürzliches Treffen zwischen Japan, Südkorea und China. Dieser Gipfel brachte ein 18-seitiges Dokument hervor, das ihre Vereinbarungen und die Strukturierung der internationalen Beziehungen unter ihnen darlegt. Eines der Hauptanliegen ist es, Stabilität zu bewahren und Kommunikationswege offen zu halten. Ist Japans Strategie also, seine US-Verbündeten zu unterstützen, und gleichzeitig so weit wie möglich mit China zu kooperieren? Ja, natürlich. Es gibt viele Menschen, politische Entscheidungsträger und Spezialisten, die wirklich nicht mögen, was Herr Xi tut. Sie verstehen, wie er China untergräbt. Leider ist es bei einigen Führern populär geworden, zu behaupten, sie würden ihre Länder wieder großartig machen, nur um ihnen letztendlich zu schaden. Dies ist in den USA und Russland passiert und es könnte in China und Nordkorea passieren. Das ist wirklich bedauerlich. Was wir tun möchten, ist, so viel wie möglich mit chinesischen Spezialisten, politischen Entscheidungsträgern und Intellektuellen in Kontakt zu treten. Wir wollen sie informieren und ein Umfeld schaffen, in dem China, falls sich die politische Situation ändert, zu einem konstruktiveren und kooperativeren Weg zurückkehren kann. Gleichzeitig scheint China jedoch einen anderen Weg einzuschlagen, indem es eng mit den BRICS zusammenarbeitet und neue Institutionen, einschließlich der Entwicklungsbank, aufbaut. Wir haben auch das Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, das jetzt oder an diesem Wochenende stattfindet. China scheint mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten und sich nicht viel um die wirtschaftliche Integration mit den Vereinigten Staaten zu kümmern, nachdem alle Sanktionen gegen sie verhängt wurden. Beeinflusst dies Japans Politik, wie es mit diesem Block interagiert? Also was Japan zu tun versucht, ist im Grunde genommen eine gute Sache für die Welt und die Pazifikregion. China investiert in und baut notwendige Infrastruktur in den Ländern der Region, was ein Plus und ein Segen ist. Das Einzige ist, dass wir sicherstellen müssen, dass die Art und Weise, wie China diese Projekte handhabt, wirtschaftlich solide, politisch neutral und für beide Seiten vorteilhaft ist. Und transparent. Nichts ist perfekt, aber die USA, Japan, Australien und europäische Länder haben enorme Erfahrung und Know-how in der Organisation internationaler Entwicklungsprojekte auf konstruktive und für beide Seiten vorteilhafte Weise. Wir üben weiterhin Druck auf China aus, während wir gleichzeitig versuchen, mit chinesischen Beamten und NGOs zusammenzuarbeiten, um diese Projekte transparenter und konstruktiver zu gestalten. Glauben Sie, dass Japan als Vermittler zwischen den USA und China fungieren kann, um ein Gleichgewicht zwischen den beiden zu schaffen? Japan wird offensichtlich anders wahrgenommen als die USA, obwohl es der stärkste militärische Verbündete im Pazifik ist. Sehen Sie eine Rolle für Japan, um so weit wie möglich Brücken zu bauen? Oder ist das nicht Japans Rolle? Japan wird sicherlich versuchen, es zu tun. Aber es gibt eine Grenze, weil sie in den Wettbewerb der Großmächte verwickelt sind. Wir sind wirklich nicht in diesem Spiel und stehen sicherlich auf der Seite der USA. Wie können wir da neutral sein? Es ist unmöglich. Japan und China haben jedoch eine lange Tradition mit sehr engmaschigen menschlichen Netzwerken und wirtschaftlichen Interaktionen. Viele chinesische Spezialisten kommen nach Japan und wir treffen uns in verschiedenen Umgebungen. Sie können nicht offen sprechen, aber sie haben ihre eigenen Ideen. Die meisten von ihnen sind sehr vernünftig. Sie verstehen, was vor sich geht und wie schlecht es China in der Welt wirtschaftlich und militärisch geht.
sie informiert zu halten und sie darauf vorzubereiten, bei Bedarf positive und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, ist sehr wichtig. Ich denke, das ist eine Rolle, die Japan spielen kann und sollte. Nur eine klärende Frage. Warum interpretieren Sie Chinas Wirtschaft als durch viele Probleme gehend wegen der Instabilitäten? Es ist bereits die größte Wirtschaft der Welt in Bezug auf Kaufkraftparität. Es hat einen phänomenalen Aufstieg erlebt, richtig? Aber was halten Sie für problematisch für die Chinesen? Nun, ich meine, China verliert den Markt in den USA. Verschiedene Länder entkoppeln sich von China, richtig? Sie isolieren China von der internationalen wirtschaftlichen Lieferkette. Und wissen Sie, warum kommt China nach Japan und sagt uns, dass wir enger zusammenarbeiten sollen? Unsere Interpretation ist, dass sie in Schwierigkeiten sind. Sie verstehen es. Sie brauchen mehr Zusammenarbeit und positive Interaktionen mit uns. Also versuchen Sie es. Aber auf der anderen Seite ziehen die härteren Kräfte in China das Land weiterhin in eine negative, wettbewerbsorientierte Richtung. Wir sind hin und her gerissen zwischen diesen beiden Kräften und sehen, wie sie gleichzeitig wirken. Wir tun unser Bestes, um die negativen Kräfte zu entmutigen. Was die USA und Japan tun, indem sie unsere Verteidigungsfähigkeiten und Abschreckung gegen China stärken, liegt tatsächlich im nationalen Interesse Chinas. Wir versuchen zu verhindern, dass die Hardliner in China sagen, schaut, Japan und die USA sind schwach und wir haben die Fähigkeit, Taiwan mit Gewalt zu erobern. Wenn China Taiwan angreifen würde, wäre das nicht nur für uns, sondern auch für China katastrophal. Unsere Bemühungen helfen also tatsächlich China. Ich glaube, dass chinesische Intellektuelle, insbesondere die Gemäßigten und Friedliebenden, dies verstehen. Das Einzige, was mir im Moment einfällt, das wirklich eine chinesische Invasion Taiwans auslösen könnte, wäre eine taiwanesische Unabhängigkeitserklärung. Versucht Japan, Taiwan davon abzuhalten? Wie versucht Japan, mit der Republik China, der Regierung Taiwans, zu interagieren? Ich denke, es gibt in Taiwan einen Konsens darüber, dass sie keine Unabhängigkeit erklären würden. Sie müssen es nicht, weil sie praktisch fast unabhängig sind. Warum China einen Vorwand geben, Taiwan anzugreifen? Daher sind wir etwas besorgt über die Möglichkeit, die wir derzeit nicht sehen, dass extreme politische Kräfte in Taiwan auftauchen und auf eine Unabhängigkeitserklärung drängen. Aber im Moment bin ich darüber nicht allzu besorgt. Okay, dann vielleicht eine letzte Reihe von Fragen. Der NATO-Gipfel findet dieses Wochenende in Washington statt und Japan und Südkorea sind dazu eingeladen. Es wird ein Verbindungsbüro geben. Hat es bereits eröffnet oder wird es in Tokio eröffnet? Glauben Sie, dass die NATO-Erweiterung in dem Pazifik stattfinden wird? Und denken Sie, dass es stabilisierend oder destabilisierend wäre? Ich denke, es stabilisiert sich sicherlich und wird aus zwei oder drei Gründen eine Hilfe sein. Erstens ist es symbolisch sehr wichtig, dass demokratische, friedliebende Nationen zusammenstehen, um der Ausbreitung autoritärer, aggressiver Kräfte in Europa sowie in Asien entgegenzutreten. Der symbolische Wert ist bedeutend. Darüber hinaus gibt es Bereiche, in denen wir praktisch zusammenarbeiten können, wie zum Beispiel die operative Zusammenarbeit. Deutschland entsendet seine Kämpfer nach Japan. Auch das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Frankreich haben ihre Streitkräfte nach Japan entsandt, um mit uns zusammenzuarbeiten. Sie könnten im Falle eines Krieges über die Taiwanstraße möglicherweise keine großen Kampftruppen entsenden, aber ihre Hilfe wäre sicherlich willkommen.
Darüber hinaus entsteht derzeit ein globales Netzwerk der Zusammenarbeit beim Aufbau der Verteidigungsindustrie. Wir lernen aus dem Krieg in der Ukraine, der gezeigt hat, dass westliche Länder einfach nicht über genügend Kapazitäten verfügen, um die notwendigen Waffen, Munition, Raketen und andere Ausrüstungen zu produzieren. Also rüsten wir uns jetzt und sagen, okay, einzelne Länder müssen ihre Kapazitäten zur Waffenproduktion erhöhen und stärken. Wir müssen ein globales Netzwerk aufbauen, damit Länder außerhalb Europas helfen können, wenn in Europa etwas Schlimmes passiert. Ebenso, wenn in Asien etwas Schlimmes passiert, können Länder in Europa, den USA und anderen Regionen uns in Asien helfen. Dies ist das neue globale Netzwerk, das wir aufzubauen versuchen. Die NATO-Länder sind ein unverzichtbarer Teil davon. Sind Sie nicht besorgt, dass dies eine Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg schaffen könnte, in der verschiedene Allianzen ineinandergreifen und ein kleiner Funke irgendwo einen Weltkrieg auslösen könnte? Außerdem, bindet das expandierende Allianzsystem Japan nicht in bestimmte Verantwortlichkeiten ein? Zweitens, verstärkt dies nicht tatsächlich das Sicherheitsdilemma auf der anderen Seite, für China und vielleicht auch Russland und Nordkorea, die dies als Aufrüstung gegen sie wahrnehmen werden? Ist das nicht insgesamt negativ für das, was passiert? Ich habe keine Bedenken darüber. Ich habe jedoch einige Bedenken hinsichtlich des möglichen Auftretens eines Sicherheitsdilemmas auf der koreanischen Halbinsel, da Nordkorea und Südkorea so nah beieinander liegen. Beide sind mit sehr offensiven Waffensystemen bewaffnet, sodass es zu einem Sicherheitsdilemma kommen kann. Aber die Taiwanstraße ist anders. Taiwan ist eine Inselnation und China kann uns wegen des Meeres nicht leicht zuvorkommen. Wir sind sicherlich besorgt über die große Anzahl von Raketen, die China stationiert. Derzeit hat China 1000 Kurzstreckenraketen auf Taiwan gerichtet und einige davon sind auf Okinawa gerichtet. Zusätzlich gibt es weitere 1000 Mittelstreckenraketen, die das japanische Festland erreichen können. Aber sie können uns nicht vollständig effektiv zuvorkommen. Daher sind wir nicht besorgt, alles zu verlieren. Eine andere Sache ist, dass Japan begonnen hat, Schlagfähigkeiten zu erwerben. Aber was wir erwerben, sind im Grunde genommen Marschflugkörper. Marschflugkörper sind sehr langsam und wir können China mit diesen Raketen nicht zuvorkommen. Mit den aktuellen hochmodernen Sensoren und Radaren ist es sehr schwierig. Wir leben nicht im 19. oder frühen 20. Jahrhundert, wo die Mobilisierung des Feindes schwer zu erkennen war. Wir werden es verstehen und nicht leicht zuvorkommen werden, also können wir entspannt sein. Und wer würde gerne einen Krieg gegen China beginnen? Die Chinesen wissen das. Ja, also was Sie sagen, ist, dass Präventivmaßnahmen bedeuten, dass China nicht alle ihre Ressourcen zuerst abschießen kann und sie nicht alle ihre Ressourcen zuerst abschießen können. Sie wissen also, dass die Zweitschlagfähigkeit gewährleistet ist. Daher würden Sie insgesamt sagen, dass es militärisch gesehen immer noch ein stabiles Umfeld ist. Ja, es gibt also kein Sicherheitsdilemma zwischen China und Taiwan. Selbst die Chinesen sagen nicht, dass sie sich über unsere Präventivschläge Sorgen machen. Die Nordkoreaner sagen das tatsächlich. Und das hat einen Grund, denn Südkorea hat jetzt enorme offensive Schlagfähigkeiten. Sicherlich erwerben die Südkoreaner diese offensiven Fähigkeiten zu Verteidigungszwecken, aber aus nordkoreanischer Sicht ist es nur natürlich, dass sie einige Bedenken haben. Okay, wir nähern uns dem Ende. Um zusammenzufassen, was Sie gesagt haben, Sie würden sagen, dass es in Nordostasien und der Asien-Pazifik-Region Probleme gibt, aber insgesamt ist es im Moment noch stabil.
I wouldn't go that far. Ich würde nicht so weit gehen. Wie ich sagte, wird Nordkorea defensiver. Sie könnten jedoch offensive Mittel einsetzen, um den Druck aus Südkorea abzuwehren. Obwohl China jetzt über Zusammenarbeit spricht, baut es weiterhin seine militärischen Fähigkeiten aus. Xi Jinping hat der Volksbefreiungsarmee befohlen, bis 2027 bereit zu sein, Taiwan gewaltsam einzunehmen. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich schaffen können, aber das ist ihre Anweisung. Daher haben wir definitiv Bedenken. Deshalb tun die USA, Japan, Australien, Südkorea und andere Länder in der indopazifischen Region, einschließlich der Philippinen, ihr Bestes, um das Machtgleichgewicht hier aufrechtzuerhalten. Gibt es einen Befehl, Taiwan bis 2027 einzunehmen? Ich dachte, das Ziel sei die Wiedervereinigung bis 2049. Nein, nein, das ist etwas anderes. Xi Jinping hat der PLA gesagt, sie solle bereit sein, was auch immer das bedeutet, Taiwan bis 2027 gewaltsam einzunehmen. Take Taiwan by force by 2027. Nun, das klingt weniger optimistisch. Ich hatte gehofft, mit einer positiven Note zu enden, aber vielleicht sollten wir es so belassen. Professor Narushige Michishita, wo können die Leute Ihnen folgen, wenn sie Ihre Schriften und Veröffentlichungen verfolgen möchten? Oh, ich habe ein Konto auf X, früher Twitter. Wenn Sie mir dort folgen, wäre das der beste Weg, um über meine Arbeit auf dem Laufenden zu bleiben. Okay, ich werde den X-Link von Professor Michishita in die Beschreibung dieses Videos aufnehmen. Professor, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.